Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Hard Reset. Nein, zur Hard Reset Sendung 28. Ich habe deswegen kurz so ein bisschen so, was geht denn jetzt ab? Weil der Bildschirm vor uns total verrückte Sachen macht. Der blinkt. 28. Sendung, wie gesagt, Bram ist dabei. Ja, ich bin mit dabei. Wunderschön, dass ihr eingeschaltet habt. Natürlich habe ich auch wieder unseren pornösen Pete mitgebracht, der heute mit seinem extrem geilen T-Shirt, was ich auch habe, glänzt. Und zwar Bioshock. Einfach voll geil. Also von der Internetseite willst du noch direkt ein bisschen Werbung machen? Ja, mache ich jetzt einfach, weißt du, was sollen sie machen, wa? QWERTY habe ich selbst für mich entwickelt. Vor kurzem unten unterer wegen euch bei mir auf der Facebook-Seite gefunden. Fand ich dann ganz geil. Und mittlerweile gucke ich da jeden Tag rein. Also ihr sollt jetzt nicht da einkaufen gehen, zwangsläufig, weil wir das gesagt haben. Aber daher kommt das Shirt halt, um das mal kurz gesagt zu haben. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Und mit wir meine ich ihn. Erstmal gibt es auch noch natürlich Facebook. Ich weiß nicht, ob es schon eingeblendet wurde. Jetzt wird es eingeblendet. Sehr gut. Da könnt ihr natürlich mit uns diskutieren. Und wir sind live. Den Post, wie jedes Mal, gibt es jetzt. Und nochmal kurz ein Shoutout zu der lieben Nadine, die uns einen Brief geschrieben hat. Er ist heute angekommen. Wir werden heute auch das von dir Verlangte zurückschicken. Vielen Dank für deine lieben Worte. Also wunder dich nicht, wenn es etwas später kommt, als du vielleicht dachtest. So, und jetzt alles, was in der heutigen Sendung auf euch wartet, in einem kurzen Beitrag. In der heutigen Sendung spielen wir das HD-Remake von Dungeons & Dragons Chronicles of Mystara. Wir reden ein wenig über Star Wars Battlefront und battlen uns in dem Klassiker Super Mario Kart. Nö. Mach dann halt nicht. Mach ich ihn halt an, ja. Wir haben euch mega Premium-Sachen mitgebracht. Weißt du, Peter war ein bisschen verstopft bei Chronicles of Vestera. Ich habe das gestern Morgen aufgenommen und offenbar war ich dann noch irgendwie so, ja, hatte ich meine Nase zu, weiß ich auch nicht. Ja, weniger Crystal Meth. Wenn du mir immer so viel gibst einfach nur und auch noch so günstig bist dabei, dann. Ja, das Ganze gibt es auch Crystal Meth bei Bram.com. Gibt es eigentlich Bram.com? Es gibt. Jetzt ist er vielleicht so voll die Pornoseite oder so. Erstmal nachgucken. Versuche nie jemanden so zu machen, wie du bist, sonst bedenke, dass einer von der Sorte ist, genau. Okay, das scheint irgend so ein literarisches Bullshit-Ding. Wir kommen auf jeden Fall zum Spiel der Woche. Echt spannend, wenn man sich ausnahmsweise mal nicht selber hier vorne sieht. Ja, das ist total faszinierend, wenn man wieder so mal kurz geht das, dann geht das kurz nicht. Also wenn wir zwischendurch so ein bisschen perplex sind, dann liegt es einfach nur daran, dass heute gerade was ein bisschen anders ist. Wie gesagt, wir spielen den Arcade-Klassiker Dungeons & Dragons Chronicles of Mystara. Hätte ich auch sagen können, aber bei mir steht's hier. Achso, ja, hab ich gerade nicht offen. Drück mal auf Spiel fortsetzen. Ich kann das nicht machen. Ja, kannst du dich einloggen? Ich kann. Nee. Nee, wir müssen jetzt hier Kapitel neu beginnen, ganz genau. Du hast gedrückt. Oh, hoppala. Ja, hoppala. Hoppala. Oh. So, wir spielen hier. Ich will jetzt auf jeden Fall nochmal den Maya spielen. Alter, warum hast du denn jetzt nicht drauf? So schnell bin ich nicht. Ja, und ich weiß immer, die Leute, die langsam kommen, wa? Ich wollte hier gerade erklären, was abgeht überhaupt. Ach so. So, ich nehme hier Man kann sich einen Charakter auswählen. Man kann sich einen Charakter auswählen, richtig? In diesem Arcade-Klassiker aus dem Jahre 97. Das ist hier übrigens du musst dir auch einen Charakter auswählen. Ich weiß, ich dachte, vielleicht wollte ich den Bildschirm noch kurz. Nee, wir können ja währenddessen mal zocken. Ach so, okay. Du heißt Penis. Ich hieß mal Dödel, aber dann ist mein Charakter gestorben in der Probe. Ja, meiner ist zwar auch gestorben. Oh, ich fange direkt mal hier aus Versehen mit dem ultimativen Monster-Ding an. Das ist. Lol, hast du gesehen, was ich für einen geilen Scheiß gemacht habe? Ja, du gibst auf die Fresse. Ist halt so ein Side-Scroller-Metzel mir die Eier-Spiel. Richtig, und das gibt's quasi jetzt als diese Art HD-Remake für Xbox 360. Darauf spielen wir es gerade. Oder aber für die PlayStation 3 oder aber auch Steam. Und es wird auch demnächst für die Wii U kommen. Ja. Hammer, nice. Hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen. Alter, ich nur so einen ganz kleinen einfach mal rausgehauen. Der erste Teil, der ist damals 93 Alter, ich bin fast exklusiv für diese Arcade-Dinger rausgekommen. Warst du eigentlich schon mal so in so Spielhallen? Ich war schon mal tatsächlich an so einem Automaten. Ja, aber nicht so regelmäßig, oder? Wie immer, keine Ahnung, in so amerikanischen Filmen. Nee, so auf keinen Fall. Erstmal hier alles aufsammeln. Und jetzt erstmal. Dem Gegner auf die Fresse geben? Erstmal dem Gegner auf die Fresse geben, so sieht's aus. Der liegt da noch rum. Tja, wenn er am Boden liegt, erst nochmal eine Runde draufhauen. Echt mal Stiefelkreis. Guck mal, wie viel Damage hast denn du eigentlich schon gekriegt? Oh Gott, ich werd grad voll weggeschossen. Alter, leck mir die Eier. Von hinten! Ich brauch mal schnell einen geilen Zauber. Ja, einfach mal hier so einen geilen Drachen beschwören und dann gib ihm. Ja, sehr gut. Also Dennis hat's direkt an dieses
Ninja Turtles Spiel vom Nintendo Entertainment System erinnert. Ja, das fand ich halt total krass. Für Leute, die es vielleicht nicht kennen. Ja, das ist halt auch so ein Side-Scroller, nur halt auf dem Nintendo Entertainment System gewesen mit den Ninja Turtles. Aber genauso ist es halt quasi auch. Man kann jetzt ein paar Sachen einsammeln und kann dadurch dann sich. Pass auf, jetzt snack ich den direkt weg, wenn er jetzt nochmal wiederkommt. Und zwar jetzt. Nice. Alles klar! Hat er gerade gesagt, alles klar? Gehen wir den nochmal. Alles klar! Haust jetzt hier aber alles raus. Guck mal, das macht nicht so viel Damage, wie ich dachte. Alter, haust du jetzt hier echt alles raus? Ja, Monoskill using. Einen hab ich noch. Uiuiui, guck mal, wie der sogar zurückgeschoben wird. Und jetzt gebe ich ihm noch ganz... Alter, hast du noch einen? Ja, erstmal daneben. Ohne Spaß, ich wusste gar nicht, dass ich zielen kann. Ne, kann ich nicht. Das wird einfach an den Spielfeldrad gemacht. Aua, jetzt hab ich auf die Fresse gekriegt. Das ist natürlich echt ungünstig. Das tut sehr weh. Jetzt mache ich das mal auch so wie du. Alles klar. Also es gibt hier halt den normalen Angriff, es gibt einen Special Attack, den ihr gerade häufiger schon mal gesehen habt. Den Special Attack kann man auch auswählen. Oh, ich habe schon voll oft auf die Fresse gekriegt. Oh nein, er macht mich jetzt down oder was? Fick dich! Wir haben, oh mein Gott, hat der einen Flammenwerfer. Ganz am Anfang haben wir auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt, tatsächlich. Und haben auf Meister gespielt. Jetzt sind wir auf Ritter runter. Wo hast du ein zweites Leben? Ja, Junge, jetzt bin ich hier richtig pornomäßig dabei. Warum kriege ich denn einen neuen Charakter? Und ich habe auch einen neuen Charakter gekriegt. Ah, du hättest den auswählen können, bevor du startest. Ja, ich weiß. Das ist doch klar. Nehmen Sie das. Ich glaube, wir sind drüber gesprungen. What? Die Kriegsmaschine! Wie geil. Warum steht da oben eigentlich in der Mitte immer No? No. 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 Das sieht bei dir, ja, weil wir keinen Zauber mehr, glaube ich, haben oder damit oder du. Oder Nummer 0 vielleicht. Oh. Weiß ich nicht. Dein Zauber sieht so aus, als wäre da so ein Männchen, der den Mittelfinger so zeigt. Ich Please Namen enter your name. Ich habe meinen Namen doch schon mal geentert. Ups. Ja. Wunderschön. So, ich heiße jetzt auch endlich wieder Dödel. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Dödel hat eben eine 13 erreicht. Oh ja. Im Gegensatz zu Turtles, wo man sich die ganze Zeit halt nur auf die Fresse gibt, gibt es hier noch so leichte Rollenspielelemente, wo und man halt Story. Skills hat und es gibt eine wobei gab es da was tun sie jetzt. Aber guck mal, ich konnte gerade auswählen, wie wir reagieren auf die Story. Kann ich meinen Charakter eigentlich irgendwie wechseln während des Spiels? Hast du da erstmal drauf gehen lassen. Oh, wir sind jetzt hier auf einer Mighty-Sprung, ey. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr früher häufig in so Spielhöllen wart, sag ich mal. Also bei ich quasi nie. Ich habe immer irgendwie, keine Ahnung, in den Jahren hatte ich meinen Gameboy und war damit schon absolut zufrieden irgendwie. Oder die Playstation. Oder die Playstation vor allen Dingen. Was ist das denn? God. 97, weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr ich meine Playsee bekommen habe, meine erste. Das weiß ich auch nicht. Also kurz drauf, auf jeden Fall, wo die rauskam. Ja, ja, auf jeden Fall. Erstmal dem hier voll aufs Maul geben. Das war richtig nett von meinen Eltern damals. Ich richtig geil einen Zauber gezündet, während keiner da ist. Und lauf auch noch in den Schuss rein, der Gegner. Mal wieder pornös am Start hier. Oh Gott. Guard habe ich jetzt. Na, erstmal voll aus dem Bildschirm rausschießen, sagst du? Lass die von beiden Seiten richtig geil. Ne? Vögel? Ja, pass auf jetzt. Guard! Und dann springt er so geil hoch. Tschuh. In diesem HD-Remake ist halt nicht nur dieser zweite Teil von 97 dabei, sondern auch noch der vom Jahre 93, der erste Teil von dieser Arcade Dungeons and Dragons Action-Rollenspielreihe, Side-Scroller-Action. Wie auch immer. Boah, ja. Hört doch mal auf. So, der kriegt erstmal auf. Also, man muss echt sagen, man muss solche Spiele halt extrem mögen, finde ich. Ich finde halt, also ich persönlich sag halt so, man ganz kurz, nice, aber ich würde es halt schon selber schon keine Zeit. Boah, ich bin voll schnell! Ja, warte, das ist Crystal Meth. Erstmal alles aufsammeln, Mann. Feuerstab, Junge. Oder? Müll. Schnell, den Müll aufsammeln. Lol, hast du gesehen, wie ich den... Wie tricky war das denn, bitte? Das war richtig geil, tricky. Das Schöne ist, wir könnten jetzt theoretisch hier noch mit zwei anderen Leuten daneben sitzen und dazu viert zocken hier, dieses Side-Scrolling-Ding. Aber wir haben nicht genug Freunde. Nee, leider nicht. Alternativ kann man auch einfach bei Xbox Live oder so oder bei PlayStation Network online gehen und kann dann mit Leuten online zocken. Da gibt's auch ein ganz... unstressiges rein und joinen und rausgehen. Dafür da muss man nicht irgendwie am Anfang eine Lobby machen oder so. Man kann einfach in laufende Spiele gehen und wieder rausgehen. Und trollen. Trollen weiß ich nicht. Boah, apropos trollen. Ich habe gestern Hardy ein bisschen getrollt bei Animal Crossing.
Der hat mir richtig nett eine Angel geschenkt, weil ich mir die noch nicht kaufen konnte. Als er mich besucht hat, dann habe ich ihn besucht und habe erstmal ganz viele Löcher gebuddelt und bin wieder gegangen. Er hat gesagt, das kriege ich wieder. Das heißt, ich darf den jetzt nie wieder in meine Stadt einladen. Das ist ein bisschen traurig. Ach, kann er nicht einfach so kommen? Nee, du musst vorher deinen Bahnsteig öffnen, damit er zu Besuch kommen kann. Ach so, den kann man auch hier dazu wieder zumachen? Ja. Das ist natürlich geil. Das war ich auch stand. Läuft schnell mit dem hier ab. Alter. What the fucking hell? Oh mein Gott, ein Riese! Er sieht aus wie ein Lümmelmann. Ich muss erstmal hier einen anderen Zauber nehmen. Aua, hat er mir voll auf die Fresse gegeben. Erstmal einen Zauber nehmen. Hast du einen Monoskill using, Sascha? Alles klar. Auf jeden Fall, Junge. Geht ja gar nicht klar, der Typ hier. Alter, und Spaß, Lümmelmann springt die ganze Zeit hin und her. Lümmelmann kriegt nochmal hier Eis von mir ab. Die Ice Lady. Und Blitz hab ich auch noch. Blitz, Junge! Boah, der erinnert mich gerade voll an Gott. Der hat mich nicht getroffen. Ich hab den nicht getroffen, aber der hat mich getroffen. Der hat mir richtig. Der ist ein Lümmelmann. Guck dir an, wie Lümmelmann abgeht. Ohne Spaß, der erinnert mich total an den Teufel aus The Pick of Destiny. So ein Film mit Jack Black und Kyle Gass von Das sind die Leute, die Tenacious D singen, also darstellen. Ist das der gleiche Teufel wie bei diesem geilen Lied in dem Musikvideo? Nee, das nicht, aber der erinnert mich halt total an den. It's the best song in the world. Alter! Ich bin tot, by the way. Ich bin auch tot. Was kannst Continue. Du eigentlich? Continue. So, jetzt hab ich Swordman wieder. Ich nehme den Shadow Arts Pro. Jetzt snack ich dir mal kurz von der Side of Life. Auf jeden Fall, ich bin voller Rotkäppchen, voll geil. Rotkäppchen mit Sixpack. Junge! Hast du gesehen, Junge? Da hab ich einfach Ich werde, glaube ich, gerade ein bisschen elektrisiert. Das Traurige ist, dass wir jetzt, glaube ich, unseren zweiten Charakter sofort schon an diesen Gegner verlieren. Nee, noch nicht. Komm, ich will den Skelett-Wichser da am Boden nochmal jetzt mal weghauen. Das kann nicht wahr sein. Alter, Final Schlag. Hast du Boah, gesehen? Alter, ist das eine geile ist das am Zeitlupe. Ruckel? Das ist eine Zeitlupe, das ist nicht am Ruckel. Das ist doch krass am Ruckel. Defeated Dark Warrior 1. Rest Time, 9 Sekunden. Was heißt das? Alter, kannst du da die Level auf Zeit gehen, wenn wir das gar nicht gesehen haben? Hä, hey, viel schneller hätten wir ja nicht sein können. Muss ich jetzt meinen Namen eingeben? Ja. Achso, weil ich einen neuen Charakter habe, meinst du? Ja, jetzt auch ja die ist. Zeit muss sein. Die Zeit muss sein. Nee, Penos. Penis, sagst du. Na, scheiße, den bin ich auf Ende gegangen. Das heißt, ich pene. Warte, der hat aber Bappies, ey. Ja, so, der Penis hat, ey, boah, was ist das denn hier? Kann ich jetzt Sachen kaufen? Das ist kein Schwein, wa? Mach mal. Miep, 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 miep. Peter? So, Peter, bei unserem nächsten Abenteuer müssen wir da hin. Okay. Oder da. Oh ja, nimm ihn in den Mund. Ich liebe dich so sehr, ich streiche dir die Haare aus dem Mund. Alles klar. Das behindert. Könnten wir jetzt hier was aussuchen oder so? Kann ich eigentlich auch hier mitmachen? Leuchte auf und lassen, dann können wir beide gleichzeitig? Oder bist du ich schon auf Exit gegangen? Okay, alles klar. Wie viel Silverlinks habe ich denn? Oh, die Zeit läuft ab. Ich will einen dicken Stab. So. Ja, das glaube ich dir. Ich will den haben. Was ist hier los? Da habe ich wahrscheinlich nicht genug Dingens. Egal, erstmal auf Exit. Hab ich nicht genug Dingens. Vielen Dank. Ja, kein Problem. Immer Peter wieder. Hat nicht genug Dingens. Ich rap dich gerne. Oh mein Gott. Im Prinz von Glantry. Aha. Ja, hey. Boah, ist der Shop ein weißen Board. Boah, Junge, Alter, das ist mein Königreich. Guck mal, ey, wäre voll geil, wenn wir da hinreisen könnten. Ist sogar lokalisiert. Alter, mit dem Luftschiff. Lass fliegen, Junge. Alles klar. The sky's over anymore. Spulst du das irgendwie vor eigentlich? Kann man tatsächlich. Hier, Dungeons and Dragons sagt uns aber was. Ja, Dungeons and Dragons sagt uns was. Und zwar ist das der amerikanische Ableger, respektive der deutsche Ableger davon ist DSA, also das schwarze Auge. Ein bisschen Pen and Paper Rollenspiel. Mittlerweile gibt es davon aber auch unzählige Computerspiele, beziehungsweise viele Computerspiele, die auf diesem Prinzip basieren. Zum Beispiel Dungeons and Dragons. Oder auch eine Winter Nights. Teilweise. So Rundenstrategie. Hier, KOTOR. KOTOR so, hat auch, also KOTOR 1 und 2, haben auch Elemente davon drin. Die würfeln halt bei jedem Zug quasi. KOTOR aber nicht ein anderes System als das dann? Ich würde einfach nur generell das System erklären. Ach so, verstehe. Also halt, eigentlich ist Dungeons & Dragons halt eher so ein Spiel, in dem ihr halt die ganze Zeit würfelt, um Aktionen zu machen. Alter, das tut ja nichts entgehen. Ja, was ist das denn? Boah, Alter, guck mal, der hat kein BH an. Im Grunde sind dann einfach nur ist das ein Regelsystem für unterschiedliche Rollenspiele, auf Pen and Paper oder auf anderen Medien. Es gibt halt Regelbücher, so das passiert, wenn du das machst und das passiert, um das machen zu können und so weiter und so fort. Und wir haben DSA ja beispielsweise auch schon mal gespielt bei tollen Runden.
Ja, DSA kann echt einiges. Muss ich einfach mal sagen. Müsste man eigentlich generell öfter spielen. Machen wir aber nie. Man kriegt zwischendurch immer Bock auf DSA. Ich bin auch voll auf. Ich hab's voll aufs Maul bekommen. Wenn man beispielsweise die Dungeons and Dragons Folge guckt von Community. Ja, oder wenn man einfach Bock hat auf Dungeons and Dragons. Was ist das für ein geiles Ding? Du hast dem richtig hart was abgezogen, Junge. Der liegt am Boden, ich muss ihm geben. Alter, was hast denn du da für ein Char? Erstmal Monoskill, du Sieg. Das Geräusch ist ja voll geil. What? Als wenn er krass am Futzen wäre, ey. Achso, und jetzt mach ich hier den nächsten. Alles klar! Ich unschätze, ich höre immer alles klar. Alles klar! Das stimmt. Und nochmal. Alles klar! Alles klar! Und einmal geht noch, sagst du? Alles klar! So, jetzt habe ich noch einen Zauber, damit mach ich den jetzt weg. Und zwar hier mit. Ich muss gar nichts sagen. Ich weiß, ich rock den jetzt einfach kurz weg. Ja, einen hab ich noch. Läuft voll daneben. Den hab ich nicht getroffen. Scheißspiel. Auf jeden Fall. Ich guck mal, ich hol mir mal Schritt drauf raus da. Ah, ich bin, weil ich der Thief bin, kann ich so viel durch die Gegend werfen und so. Erstmal nach oben springen und dem aus dem Himmel holen. Und jetzt. Ah, fick dich! Können jetzt mal wegmachen. Ich arbeite dran! Alle klang! Ich will den die ganze Zeit aus. Ey, wieso gehen wir denn nach links? Ja, nein! Ich kann ihn killen! Ich hab ihn gekillt! Juhu! Boah. Alles klar. Okay, nice. Braucht ihr euch nicht kaufen. Ist heute übrigens rausgekommen. Ist heute echt rausgekommen, ganz ehrlich. Ist nicht so dein Spiel, sagst du? Gar nicht. Und geht noch weiter. Müssen wir auch spielen? Nein, wir müssen das nicht spielen. Okay, haben wir geil. Also würdest du sagen. Aber nicht schlechter als Wolf-Team, oder? Nein, das nicht, aber ist halt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Leute daran Spaß haben, aber ich halt gar nicht. Also das heißt gar nicht, aber nicht lange. Ich finde halt andere Spiele geiler. Aber ich bin so Beat'em Up Freund oder so nicht. Außer bei hier wie ist es. Teenage Mutant Ninja Turtles. Nee, Deine Mutter steht am Magie. Ach! Verdammt, Hadi weiß gerade, was ich meine. Der Ableger zu Tekken, den wir immer gespielt haben auf der PlayStation. Egal, ich hab's vergessen, wie er heißt. Immer die macht's mit Wuppertal. Wahrscheinlich auch nicht. Ableger für eine PlayStation, Side-Scroller, sich gegenseitig auf die Fresse holen. Naja, ist nicht direkt Side-Scroller. Du kannst halt auch so wie bei Tekken so ein bisschen 3D-mäßig in den Raum dich nach links und rechts rollen. Ah, ich habe keine Ahnung. Immer mit C, glaube ich. Auf jeden Fall gefällt es dir nicht und puh, mir ehrlich gesagt auch nicht besonders. Ja, Castlevania heißt es nicht. Ich hab's vergessen. Castlevania ist ein anderes Spiel. Castlevania ist echt. Hast du gerade was aufs Ohr bekommen? Nö. Ah, okay, ich dachte schon, weil ich habe nichts aufs Ohr bekommen. Super, also wisst ihr Bescheid, vielleicht mag es der ein oder andere, vielleicht kennt sogar der ein oder andere das Spiel noch aus den 90er Jahren und freut sich jetzt total über diese HD-Umsetzung. Wir nicht und wir gehen jetzt in die Werbung. Bis gleich.